Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon Flora Sky. Wir sind hier in der Arena in Malia City. Haben im letzten Part noch hier ein kleines Rätsel erledigt und freuen uns unseres Lebens natürlich, wie das denn auch sonst sein soll. Naja, wir wollen uns hier jetzt mal gegen ein paar Gegner wagen. Oh mein Gott, es wird ein Doppelkampf. Scheiße. Also wir haben ja hier jetzt mein liebes Baskelin vorne. Aber sonst haben wir nur Scheiße im Team. Yay, Kacke. Na gut. Trauen wir uns mal einfach rein. If you can't beat me, you won't stand a chance against Layla. Ja, das ummuntert mich jetzt echt auf. We might be in the middle of the city, but so what? My Pokémon need room to rampage. Wir werden so sterben. Gott. Ich werde so sterben. Oh Gott, ey. Vier Pokémon nur noch. Clang und Baldor. Okay, Baldor ist kein Ding. Baldor ist kein Ding. Das Kriegen war down. Aber Clang. Komm. Das sollte sehr effektiv sein, Leute. Das war ein Crit. Wir werden so sterben. Gut, dann versuchen wir es erstmal. Fick dich. Dann würde ich mal vorschlagen, sehen wir mal zu, dass wir Baldor down kriegen. Weil wir das, ja, das kriegen wir irgendwie down. Das ist nicht das Ding. Bloß dieses Clang, das Ganze total war eklig. Gefällt mir gar nicht, überhaupt nicht. Wieder ein Crit, okay. Ist klar, warum nicht, ne? Ist klar. Gut, Baldor besiegt. Gibt erstmal EP. Oh Gott. Was ist das denn? Das kriegen wir auch down. Lasst mich leben, Leute. Lasst mich leben. Was aber offensichtlich gut ist, sie benutzen nicht nur Typ Stahl. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ja auch so irgendwie so Typ, Erde. Meine ich, glaube ich, hoffe ich. Wie auch immer. Ah, das ist nicht sehr effektiv. Das wundert mich jetzt wenig. Na komm. Das müssen wir möglichst schnell mal irgendwie down kriegen. Und den Rest, das ist dann einfacher. Rockslide. Ja, das war's mit Baskelin. Scheiße. Ganz ehrlich, scheiße. Benutze ich mal Duend. Das wird echt nervig, diese Arena. Die wird echt nervig. Ich sage es euch jetzt schon. Ich ziehe wahrscheinlich auch den ganzen Tag und kloppt mich mit denen und boah, ich freue mich jetzt schon total. Hört, wie ich mich freue und so. Da wollen wir mal Fury Cutter reinhauen, ganz oft. Sollte es ja bringen auf die Zeit, ne? Daneben. Opfer. Opfer. Da kommt vielleicht ein Crit. Nice. Very nice. Ein paar EP. Squeech. Ah, Verteidigung sinkt. Sogar sehr stark. Das finde ich nicht cool. Ich mache mal mit Razor Leaf vielleicht. Ist wahrscheinlich sinnvoller als das ganz andere. Sogar sehr effektiv. Ach, ja gut, dann sag mir das doch mal. Du Arsch. Na toll. Na gut. Level 36. Nice. Okay, und dann benutzt er Duend. Oh, ja. Hey, Überraschung. Rock Smash. Ja, Fury Cutter soll schon mal ein bisschen sehr viel... Na, geht, geht. Ach, Finger weg von mir und so. Na, das... Da habe ich mehr erwartet, ganz ehrlich. Bisschen enttäuschend. Ah. Aber das sollte gehen. Das, ja, Agility, das Ding hat sowieso Speed ohne Ende. Das ist schon echt heftig teilweise, aber naja, gut. Will ich jetzt erstmal ein bisschen vielleicht die ganzen Tanten hier alle, ne, erledigen. Wow, you've got some potential.
schön. Oh man, oh man. Our challenger is one feisty customer. Aha. Gut, okay, ich mag die Arena jetzt schon nicht, ganz ehrlich. Na gut, wollen wir mal hier ein bisschen rumtauschen. Ich habe jetzt mal nach vorne. Auch wenn ich das nicht, ne, das muss nicht gut sein. Naja. Erledigen wir erstmal hier irgendwelche Trainer oder sowas. Da ist noch eine Tante, okay. Ach Gott, das sind ja nur die eine Tante noch und dann war's das. Don't take us Gym Trainers lightly. I'll show you why we are better. Ja, natürlich, natürlich. Gut, dich kriegen war bestimmt irgendwie down. Ich weiß zwar nicht, was bei diesem ganzen Versuchen da bei mir drauf gehen wird. Boah, Madame. Aber prinzipiell kriegen wir das hin. Das ist ein Effekt. Ja, das war mal so klar. Wahrscheinlich ist es sogar fast sinnvoller, Sneeble wieder reinzuholen. Anstatt jetzt hier dieses Trubbish die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen, das sowieso nicht angreifen kann, wirklich. Ach Gott. Naja. Naja, naja, naja. Will ich mal dabei bleiben erstmal und im Arena-Kampf werde ich das Ganze dann tauschen. Ganz einfach. Kann man jetzt nichts dran ändern. Schade drum, aber... Ach komm, Leute, egal. Jo, weg damit. Mir egal. So. Hohohohoho. Wir haben jetzt Boldor und Baskulin und dieser Flor noch da. Ich will mit Boldor, glaube ich, anfangen. Mal sehen, ob ich es bereuen werde, aber naja. Ich werde es jetzt einsetzen. Oh Gott. Oh my God. Das kriegen wir aber, das kriegen wir hin. Irgendwie. Ja, dreimal getroffen, ja, okay. Jetzt brauche ich irgendwas mit Special Attack. Das kriegen wir natürlich hin, allerdings nicht mit Boldor ist das Problem, ne? Naja, ich lasse es jetzt erstmal noch drin. Vielleicht kriegen wir das ja so down, das wäre nämlich ganz nice. Na, sogar ein Crit, sehr schön. Sehr nice, sehr nice. Ordentliche EP dazu. Nice. You were too good for me. So, dann würde ich an der Stelle sagen, gehe ich einmal kurz zurück heilen. Ja, das werde ich machen. Darf natürlich durch den ganzen Raum. Ich hoffe mal nicht, dass die Schalter sich zurücksetzen. Das wäre echt kritisch. Das wäre echt kritisch. Muss ich echt sagen. Aber prinzipiell kriegen wir das hin. Also ich habe echt Schlimmeres erwartet. Muss ich echt zugeben. Aber das geht ja eigentlich. Die Trainer waren bis jetzt alle in Ordnung. Alle irgendwie schaffbar. Frage ist, wie sieht's bei der Arena-Leiterin aus, ne? Gut, also einmal kurz zum Pokécenter und aufheilen. So. Und anschließend lernen wir Surfer und alles. Das ist, Entschuldigung, ich will nicht speeden. Habe ich ja schon mal irgendwo erwähnt. Wie gesagt, Torbisch tausche ich jetzt gegen Sneeble und dann werde ich auch gleich Baskulin Surfer beibringen, da ich ja Dings eigentlich so gesehen nicht mehr brauche, Aquaknarre. Also bla und das war jetzt total durcheinander. Ich weiß. Jupp, ich weiß. Ja. Da, Baskulin. Jo. Yes. Wie gesagt, Water Gun würde ich da gerne vergessen für. Okay. Vielleicht, wie gesagt, werde ich da nochmal was dran wechseln. Nö, nö, nö. Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich, Baskulin irgendwann raushauen, aber naja. So, Withdraw und dann Sneeble. Nice, nice, nice. Nice, nice. Gut, aber das wird wahrscheinlich nur irgendwie so... Na, ein Notfall? Wie definiere ich jetzt einen Notfall? Ich packe Baskulin erstmal nach vorne. Das weiß ich, dass ich damit anfangen will. Rest, das kommt dann ganz auf die Pokémon an, was die können. Denn nachher pusht sich da irgendwo... Hier wollte ich nicht hin.
pusht sich da ein Pokémon mit irgendwelchen Werten hoch und dann bringt es nichts, wenn ich da irgendwie so ein Dings da vorne drin habe. Nö, also von daher, naja, ne? Ich hoffe mal, jetzt ist das, sind die Hebel alle aktiviert? Nö, offensichtlich nicht. Scheiße. Okay, Frage ist jetzt, wo muss ich, wie kam ich an den letzten Schalter noch ran, an den zweiten? Irgendwie hier rüber. Oder? Und so. So. Und so. Nice, nice, nice. Komm ich jetzt hin, ne? Gott. So, hier bin ich. Okay. So muss das. Und dann geht es jetzt rüber zu der ollen Tante. Und dann hoffen wir mal, dass wir der ordentlich eins in der Fresse hauen können. Irgendwie habe ich Angst vor der. Tut mir leid. Irgendwie so nach Maxi und dem Eishaini. Da muss ich echt Respekt haben. Muss ich einfach sagen. Hi again, Camiro. I became a gym leader so that I might apply what I learned at the library in battle. Would you kindly demonstrate how you battle and with which Pokémon? Puh. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal die letzte Stahlarena und sowas. Was bist du denn? Du bist wahrscheinlich mit Typ Pflanze, das ist ein Vorteil für Duent. Da hau ich Duent direkt raus. Ich meine, Pharaoh Seed, so dieses Seed da drin, das klingt nach. Das sollte mich nicht groß stören. Hoffe ich jetzt einfach. Und wenn doch, ich kann da eh nichts gegen machen. Fans Sharply Rose, na danke. Na danke, na danke, na danke, na danke. Nice, ein Crit, okay, okay. Was in Explosion? Du Arsch! Huh! Huh! Holy shit! Bastioden! Keine Ahnung, was das ist. Ich bleib erstmal drin. Ich hab doch. Na, egal. Mit dir kann ich mich auch noch mit Bisaflor schlagen, glaube ich. Glaube ich. Nur so eine Vermutung. Ich pack jetzt erstmal noch hier den da drauf. Wahrscheinlich. Ja, Headbutt und raus. Ja, okay. Erstmal nur so ein bisschen die Trainerin angucken und dann, ne, mal sehen. Bin ja ganz gespannt. Erstmal Leash zieht vielleicht drauf. Ja, nice. Nice, nice, nice. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Rock Slide. Das sollte mich nicht groß stören. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, Wazerleaf. Ich wollte halt, würde halt gerne an der Stelle auf, oh Gott, Spezialangriff setzen, weil das wahrscheinlich einen sehr hohen Dingsangriff hat. Aber da muss ich echt Respekt vor haben. Muss ich halt zugeben. Und Leech Seed macht im Moment, glaube ich, am meisten aus. Und das war echt eine gute Idee, dass ich das benutze, die Attacke. Das war echt eine saugute Idee. Der hat eigentlich so gesehen keine Chance gegen uns. Das ist gut, das ist echt gut. Puh. Wazerleaf. Und dann reinhauen da. Rock Slide wieder. Ja, meinetwegen. Gibt's hier wieder ein bisschen KP für mich. Nice. Nice, nice, nice. Läuft ganz geschmeidig. Hyper Potion. Du Arsch. Muss natürlich erstmal wieder heilen. Das ist echt unmöglich. Naja, gibt erstmal wieder ein bisschen was für mich zu heilen. Das ist schon mal nett. Und jetzt zieht es das ab. Puh. Na, aber auf der Dauer
sollten wir doch zu einem Punkt kommen, weil sonst wird der noch gefährlich für mich. Muss ich echt zugeben. Langsam aber sicher zieht der mir KP ab, eindeutig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Razor Leaf? Razor Leaf, oder? Scheiß was drauf. War am Überlegen, ob ich heilen soll. Aber. Holy shit, that was close. Ich will es danach wahrscheinlich sowieso nicht mehr benutzen, also Razor Leaf. Ohrfeige, rechts und links. Was soll so ein Scheiß jetzt? Was soll der Scheiß jetzt? Du hast schon einmal geheilt. Du hast schon einmal geheilt. Was? Wieso noch einmal? Warum? Arschloch, ey, ehrlich, Arschloch. Was sollte der Scheiß jetzt? Das Stone Stink, Elixir, Moonstone, Everstone, Smoke. Ah, danke, du bist ein Arschloch, ey. Das ist echt unglaublich. Vielen Dank, ehrlich, vielen Dank. An der Stelle echt Arschloch. Was anderes denke ich da echt gerade nicht. Boah. Unglaublich. Heil einfach nochmal. Heil einfach nochmal. Schau, jemand hat das gerade nochmal, ey. Das krieg ich zu kotzen, ey. Ganz ehrlich. Oh, vielleicht hitte ich ihn jetzt auch um. Na, nice. Okay, jetzt gibt er mir zwar Headbutt und dieser Floor ist raus. Aber das sollte mir eigentlich auch Dings geben. Baskelin erstmal rein. Und weg. Nice, nice, nice. So. Ah, schade. Kling-Klang. Ich setze erstmal Boldor ein. Und der macht dann ganz oft Rock Smash oder wie das hieß. Und dann sehen wir, was passiert. Oh Gott, das ist ja noch eine Weiterentwicklung davon. Level 42 Meteor Mash. Das klingt gefährlich. Scheiße. Das klingt nach Typ Kampf. Scheiße. Scheiße. Keine Ahnung, was ich mit dir will, Sneevil, aber du kommst jetzt rein. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Weiß ich, ich habe ja noch das Max Revive. Aber letztendlich glaube ich eh nicht, dass es was bringt. Ehrlich gesagt. Der hat dann nur nochmal einen Meteor Mash rein. Und dann bin ich wieder am Ende. Ah. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube es einfach. Keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Na, Bite war jetzt nicht sehr nötig. Thunderbolt und weg. Bite zwar, ne, war zwar ziemlich dumm, aber naja. Ja, so kommen wir da nicht durch. Eindeutig nicht. Ich würde sagen, ich trainiere wieder eine kleine Runde. Problem ist hier auch wieder, wir haben wieder so eine Insel. Bisschen ärgerlich. Ja, gebe ich zu. Gebe ich zu. Ich werde jetzt, wie gesagt, nochmal eine Runde trainieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann werde ich den Part so begehen, dass ich den Trainer da hier, die Tante da auch direkt schlage. Wahrscheinlich werde ich die dann durch Level-Vorteil zwar besiegen, aber wir werden es sehen. Ne? Also... bis zum nächsten Mal bei Pokémon Flora Sky. Bis dahin. Tschüss.